Hallo zusammen, willkommen bei Toys & Fun. Wir sind die Spielzeuggurus und willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, heute werden wir endlich mit diesem Hatchimals Eiern spielen. Hatchimals Surprise Eggs, besser gesagt. Ich habe schon ein Video für euch gedreht, wo wir das Ganze erstmal ein Unboxing gemacht haben. Und heute werden wir das Ei zum Schlüpfen bringen. So, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das findet ihr dann in der Videobeschreibung. Sonst einfach auf unseren Kanal gehen, in die Playlist. Und dann seht ihr, wie das Ganze aufgebaut ist. So, das ist schon mal raus. Und es kann losgehen. Ich habe schon ein bisschen nachgelesen. Oder im letzten Video, man muss ein paar Sachen machen. Man kann die klopfen. Genau. Und dann fängt es an, halt irgendwelche Geräusche zu machen. Man kann es streicheln, man kann es schütteln. Man muss nur vorsichtig sein. So, wir müssen jetzt einfach nur warten, ehrlich gesagt, bis das Ganze hier schlüpft. Die Kamera mache ich ein bisschen höher, weil das soll angeblich von oben schlüpfen. Hier müsste dann irgendwann unsere... Hat sie da schon was getan? Auf jeden Fall werden unsere Tiere von oben rausschlüpfen. Ja, ja, hallo. Ja, genau. Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie lange das dauern wird, bis wir unsere Tiere hier raus haben. In der Zeit erzähle ich euch mal ein bisschen. Wenn man diese Hatchimals-Tiere ausbrütet, gibt es drei Phasen. Beziehungsweise es gibt drei Phasen. Wir haben einmal die Babyphase. Da macht es verschiedene Geräusche und hat verschiedene Sachen. Also Emotionen zum Beispiel, die man dann irgendwie dann entgegenkommen muss. Dann kommt die Kleinkindphase und einmal die Kindphase. Hier steht nochmal, in der Babyphase kümmere dich um uns, indem du uns fütterst, knuddelst und vieles mehr. Ja. In der Kleinkindphase lerne durch Tanzen, Sprechen und Zwillingsspaßanlagen unsere Persönlichkeiten kennen. In der Kindphase spiele mit uns, um in den Spielmenü zu gelangen, eine unsere Nasen drücken und bla 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 bla. Kann man mehrere Spiele starten. So. Also noch, ich sehe noch keine Risse oder so. Ups. Man kann aber schon hier ein wenig eindrücken. Ups, ich hab's eingedrückt. Oh oh, ich hab's hier kaputt gemacht. Ich hab zu fest drauf gedrückt. Okay. Da muss ich dann ein wenig aufpassen. Das war zu viel Kraft, würde ich sagen. Tja. Leute, wir müssen dann halt warten, bis die beiden hier rauskommen. Tja, dann würde ich sagen, warten wir. Oh, es tut sich was. Oh ja, es tut sich was. Es kam gerade so eine Musik. Okay, ich tue es jetzt einfach mal dahin. Schauen wir es mal an. Und? Hey! Hey, warum ist er am Schlafen? Auf jeden Fall kam gerade eine Musik und dann hat sich irgendwas im Ei bewegt. Da, diese Musik kam. Okay. Oh, okay. Die Hatchimals schlafen. Ja dann warten wir weiter.
Ich glaube, es tut sich was. Auf jeden Fall dreht sich was zum Ei. Ja. Irgendwo reißt es auf. Es kommt von oben. Oh mein Gott. Unser Ei schlüpft. Das Ei reißt und reißt und reißt. Die erste Eierschale geht ab. Uiuiuiui. Komm schon, du schaffst es. Komm schon. Ich streiche einfach mal ein bisschen. Vielleicht geht es ja ein bisschen schneller, wer weiß. Es kommt immer langsamer und weiter raus. Die erste Schale ist abgefallen. Oh, da guckt schon ein Auge raus. Du schaffst es! Und es hat aufgehört. Brauchen wohl ein bisschen Pause. Tja, dann warten wir nochmal. Okay. Es tut sich mehr. Ich habe jetzt gerade nochmal die Verpackung rausgeholt. Es kam gerade ein Geburtstagslied. Hi. Hallo. Hallo. Willst du dich komplett aus dem Ei schlüpfen? Ja. Das fühlt sich richtig flauschig an. Hallo. Jo, das gefällt dir, ne? Oh, da kommt. Happy Birthday to you. Hallo, mein Kleiner. So, kann ich das schon rausholen? Also es schlüpft auf jeden Fall noch, anscheinend. So, ich schau mal auf blau. Ausschlüpfen. Drücke unsere Nase, um sicherzugehen, dass wir in der Babyphase eingetreten sind. Ah, ich kann es herausziehen, okay. Also reibe die Unterseite des Eis, um die Ausschlüpfe zu helfen. Das haben wir gemacht. Sobald wir uns aus der Oberseite des Eis herausgedrückt haben, kannst du es herausziehen. Drücke unsere Nase, um sicherzugehen, dass wir in der Babyphase eingetreten sind. Blau bedeutet kalt und einsam, steht hier zumindest. Okay, ich zieh dich mal raus. Also erstmal auf die Nase klicken. Hallo? So, was steht denn hier? Was wir tun müssen bei Blau? Zum Aufwärmen die Kopftaste drücken. Zwillinge einander gegensetzen, wenn die einsam sind. Okay. Hier ist es auf jeden Fall mal zugeklebt. Und hier haben wir seine Flügel schon mal. Gesundheit. So, hier können wir den Kopf bewegen. So, was steht hier? Blau blinkend. Es blinkt. Es ist einsam. Okay. Wir müssen noch das andere rausholen. Hallo. Eieiei. Es tut sich was. So, das ist schon mal ausgeschlüpft. So, dann setze ich mal die gegenüber. Was ist hier los? Was ist hier los? Okay, hier leuchtet es jetzt auch blau. Zwillinge aneinander gegenübersetzen. So? Okay, da tut sich jetzt was. Die Augen haben jetzt eine andere Farbe.
So, wir haben jetzt hier einmal auf der linken Seite gelb. Gelb bedeutet durchgehendes. Hat Schluck auf. Durch ein lautes Geräusch erschrecken. Warte mal, wer ist jetzt überhaupt Zwilling A und B? Ich glaube, das ist A und das sollte B sein. Okay, auf jeden Fall so viel dazu. Also ich muss es, glaube ich, noch ein bisschen verinnerlichen hier. Wir haben hier einmal unsere Zwillinge. Einmal ein Junge und ein Mädchen, von der Farbe aus abgesehen. Und das sind diese Giraffen-Raven. Die Raven hießen die, glaube ich. Und ich muss sagen, die sind sehr flauschig. Hier unten kann man nochmal an- und ausmachen. Ja, genau. Kann man es mal hier an- und ausmachen, Batterien wechseln. Boah, ihr seid aber laut. Hier oben sind auf jeden Fall auch noch Tasten, das merke ich. Das ist gerade ein bisschen laut. Kinder, seid ruhig! So, ich würde sagen, vielleicht mache ich nochmal ein drittes Video dazu, wo wir genauer mit den Spielen. An sich muss ich sagen, es ist sehr witzig, es ist sehr cool. Gerade finde ich es sehr spannend, wenn das aus dem Ei schlüpft. Und, liebe Leute, deswegen, wenn ihr weiter sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ich einen dritten Teil machen soll. Schreibt es in die Kommentare, Däumchen nach oben geben. Das waren die Hatchimals Surprise Eggs. Wir sind die Spielzeuggurus und bis in den nächsten Videos. Sagt mal tschüss. Und tschüss.